sagen. Wir sagen zu einem etwas mehr als für andere. Das werdet ihr dann noch sehen. Zuerst zu der ersten Initiative, die es um den Katasterwert geht. Gemeinsam ist, dass die beiden ein Moratorium vorgesehen von 10 Jahren, von dem Zustand eingebrühren wollen. Bei der ersten ist eben die sogenannte Katasterwert, wo man eingebrühren will. Und ich werde es ganz kurz probieren zu erläutern. Ich habe es mehr oder weniger drei Teile. Zuerst ist es für mich unglaublich und fassungslose Einleitung. Zweitens in einem Hauptteil voller rhetorischer Fragen und der dritte frustrierende Schlussteil. Also ich freue mich extrem, die Vorlage euch vorzustellen. Es ist verrückt, aber wo die eigentliche Abstimmungsfrage, die wir haben zu den Katasterwerten, lautet eigentlich, wollen wir die heute viel zu teuren Werte weitere 10 Jahre einführen, obwohl dass wir heute bereits wissen, und das seit manchen Jahren, nicht wegen Jahrzehnten, dass die bei weitem nicht der bundesrechtlichen Rechtsprechung genügt. Das ist eigentlich die Frage. Und ich muss mehr dazu sagen. Ich hoffe, das ist eine rhetorische Frage für euch auch. Ich bin es verrückt und es ist eigentlich eine staatspolitische Pflicht, Bundesrecht und Verfassungskonformität herzustellen. Letztlich sicherzustellen. Eigentlich sollte es Selbstverständlichkeit sein, aber im Kanton Solothurn dürfen wir auch noch für das kämpfen. Und ihr werdet sehen, es wird nicht einfach sein. Ich bin gespannt. Und ich sage, es hat die Abstimmung ausgefallen. Wegen dem müssen wir da besonders Acht geben. Insbesondere ist es dramatisch, wenn das Bundesgericht die heutige Regelung, die wir haben, seit Jahren eigentlich aus mangelhaft und ich sage, eigentlich verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft hat. Auch das ist keine neue Erkenntnis, aber wir haben bisher im Kanton Solothurn relativ gut mit dieser Situation gelebt. Was vor ist, dass allenfalls das Bundesgericht, insbesondere wenn es da eine Klage gibt, hier selbstverständlich wird. Rüge erteilen, respektive, dass wir das endlich machen müssen. Und die reale Gefahr, das wäre definitiv kein Raumesblatt für einen Kanton. Soweit müssen wir es wirklich nicht lassen. Zum Hauptteil, der voller rhetorischer Fragen ist von mir, gibt es ein paar wenige Facts dazu. Katasterwerte und Kanton Solothurn gehören schweizweit zu den tiefsten und ehrlich gesagt sagen, zu den zweittiefsten und mit Abstand die zweittiefsten. Viel deutlicher, das kann man sich glaube ich, nicht mehr vor Augen führen. Und das ist sogar dreimal tiefer als der Schweizer Durchschnitt. Das zeigt etwas, in welchem Niveau das wir sehen. Also es ist unerirdisch. Rhetorische Frage dazu, wenn wir das akzeptieren und in den nächsten 10 Jahren so zementieren. Zweiter Fakt, Katasterwert, den wir auch heute haben, werden zurückgerechnet ins Jahr 1970. Das ist wie her, dass ich bei der 19. Welt war. Die unterschiedliche Immobilienpreisentwicklung, die zumindest in den letzten paar Jahrzehnten stattgefunden hat, was anders stattgefunden hat, wird nicht abgebildet. Und mittlerweile sind es 50 Jahre her, wo es nicht abgebildet wird. Und das Verrückte daran ist, das wollte man auch nicht vorhaben, dass das primär eine Ungleichbehandlung ist. Man höre, staune und lese innerhalb von den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer. Das ist eigentlich noch das Verrückte daran, weil sich die verschiedenen Regionen und auch innerhalb von einer Gemeinde unterschiedliche Zonen entwickelt haben, sprich, dass der Wert der Liegenschaften unterschiedlich gestiegen ist. Und auch wieder die Frage, wollen wir die überfällige Anpassung auch sein? Für 10 Jahre einführen, geht uns nicht an, wäre ja gut damit. Ein weiterer Fakt ist eine Ungerechtigkeit gegenüber den Mietern, aber dort vor allem, dass die Einfamilienhäuser, es geht primär nur um die Einfamilienhäuser, und dann gibt es Objekte eigentlich weniger. Die Einfamilienhäuser werden im Vergleich zu den anderen Vermögenswerten, wie Ersparnis, wenn man ein Bankkonto hat, oder auch Anlagen, wie Aktien oder Obligationen, 5-mal tiefer besteuert. Also der gleiche Wert, den ich habe auf dem Bankkonto, wird 5-mal höher besteuert, als wenn ich gleich Wert im Haus innen habe. Auch da wird die Frage, wenn wir das so akzeptieren, das 10 Jahre einführen. Und das Letzte noch, für uns ist nicht ganz wichtig, aber trotzdem, die heutige Katasterschätzung ist relativ kompliziert mit dem Hin- und Herrechnen, schwerfällig und wegen dem entsprechenden Kostenintensiv. Das neue System darf definitiv zu weiteren Verwaltungskosten führen. Ja, ist das nicht auch eine Chance? Oder wenn wir sagen, es ist uns egal,
10 Jahre einzuführen, lohnt sich das Ziel. Die Förderung von Wohneigentum ist eigentlich richtig und wichtig. Die Privilegierung sollte aber vielleicht mindestens in einem vernünftigen, gerechten und vor allem endlich und zuerst mal in einem rechtskonformen Rahmen sein. Aber verrückt, dass man heutzutage für das noch kämpfen muss, für solche Sachen. Ich komme zum frustrierenden Schlussteil. Ich freue mich extrem darauf, euch das schmackhaft zu machen. Ohne Sarkasmus kommt man sich nicht durch, wenn man eine Vorlage. Die einzige und entscheidende Frage, und wir dürfen beantworten, wollen wir endlich ein gesetzeskonformes System einführen? Das ist die einzige Frage, die wir beantworten. Ich hoffe, das ist eine theoretische Frage für euch alle, aber es ist tragisch, dass wir die stellen müssen. Karin wird noch ein paar Veranschaulichungen noch geben, plus Initiativen zu wollen. Merci Simon, du hast das sehr ausführlich und gut dargestellt. Jetzt wollte ich einfach noch ein kleines Bild machen. Ich bin aus Rotersdorf. Rotersdorf war in den 70er Jahren vermutlich ein Ort, wo man nicht unbedingt gerne gewohnt hat. Es war einfach weit abgelegen und die Katasterschätzung war dementsprechend niedrig. Heute sind die Bodenpreise Decke drüber und es ist sage und schreibe so, dass man für unsere der Katasterwert, den man der Vermögenssteuer deklarieren muss, ist ein Zehntel vom effektiven Gebäudeversicherungswert. Und wir wissen ja, dass Gebäudeversicherungswert im Kanton Solothurn auch unter den effektiven Hauspreisen, die man auf dem Markt bekommt, sind. Also ein weiterer Grund. Was man immer hört von den Bürgerlichen, ja, wir sind halt die, die für die Hauseigentümer sind, sind völlig daneben. Das ist überhaupt nicht wahr. Und man kann auch sagen, die Angst, ja, wir müssen dann, das hat mich gefragt vorher am Tisch, ja, wir müssen dann viel mehr Steuern zahlen. Simon hat es angetönt, wir gehören zu den Kantonen, die am sehr geringe Vermögenssteuern haben. Das heisst, wenn der Katasterwert angepasst wird, ich sage jetzt die Zahl, fällt nicht mit der Handelsteuer, aber der beträchtliche Prozentsatz von den Hauseigentümern müssen, oder Hauseigentümerinnen müssen nachher nicht mehr Vermögenssteuer zahlen. Denn wir haben so viel Abzug und es fällt wirklich nicht ins Gewicht. Das ist der eine und das andere. Ja, aber wir haben den Eigenmietwert. Das hat schon in der ersten Vernehmlassungsrunde hat der Regierungsrat gesagt, der Eigenmietwert längen wir nicht an. Der Eigenmietwert müssen wir ja quasi dann wie Einkommen versteuern. Der wird einkommens- oder wie der Fachbegriff heißt, aufkommensneutral ausgearbeitet. Sprich, dass die Zwillingsinitiative Hände weg von den Katasterwerten müssen wir klar ablehnen. Also, tue ich auch noch kurz zu der zweiten Zwillingsinitiative. Für die ist effektiv der Zug abgefahren. Die ursprüngliche Idee wäre sein, dass man da die unbegrenzten Pendlerabzüge bezahlen. Und man muss sagen, es hat im Kanton tatsächlich Leute gegeben, die 19.000 Franken, das sind nicht eine Sozialrechte, aber sie haben 19.000 Franken Pendlerkosten abgezogen. Da kann man ein paar Mal um die Welt herumtreten. Und das ist Gott sei Dank, haben wir mit dem Gegenvorschlag zu jetzt sind wir drei Initiativen, haben wir die Pendlerabzug immer noch, also eine Stadt, dass man das immer noch ein Erstklass-Abo plus, also ein Erstklass-GA plus ein Velo abziehen. Also wir sind immer noch sehr vornehm, aber die Initianten, ich muss sagen, das ist auch aus der gleichen Feder wie jetzt mit dem Niedra, haben einfach glaub, total wollen. Sie haben mehr abziehen. Sprich, auch diese Initiative ist völlig unnötig. Sie ist zu spät, sie ist unnötig und will einfach den Haufen Verwaltungsaufwand verursachen. Also auch da die Zwillingsinitiative 2 klar nein. Tipptopp, das wäre es zu unsererseits. Jetzt ist, glaube ich, die Fragerunde offen. Anmeldungen? Ja. Ich habe das Mikrofon, warte, Moment. Ja, ich habe eine Frage.
Meine Eltern sind 90 wohnen in einem Haus im Kanton Solothurn. Aber ich kann es jetzt nicht sein, extrem treffen. Wenn sie plötzlich viel mehr zahlen. Also es kommt darauf an, ob ich darf jetzt nicht etwas sehr indiskret fragen. Wenn deine Eltern Multimillionäre sind, müssen sie nachher ein bisschen mehr zahlen. Also für normale Häuserbesitzer, die nicht ein phänomenal riesiges Vermögen haben, kommt das kaum, fällt das nicht gross ins Gewicht. Also nicht nur das, das ist auch vom Regierungsrat, wie es auch schriftlich und auch mehrfach festgehalten wurde. Es wird sogenannt neutral, also neutralisiert, mehr Einnahmen, die generiert werden. Das stimmt, dass man es anpasst, werden wieder rückerstattet, über welche Form und welche Kanal man noch mal schauen. Aber es sind die wenigen Fragen, wo dort die Diskussion steht, dass es zurückfließt. Aber es wird völlig ausgeblendet und die Diskussion wird auch sein, auf dem Plakat, eben Steuererhöhung, schütze dein Haus, ich glaube, dort das Laufen. Aber es geht gar nicht um das. Also, das wird ja wieder zurückgehen. Alles andere ist also im Kanton Solothurn chancenlos. Also, das müssen wir gar nicht diskutieren. Und ich habe vielleicht noch anhängen, zusammen geschaffen, hat gerade das Auflös gespielt und hat gesagt, Härtefallklausel. Es ist ein weiterer, ist allerdings noch in einem Auftrag, dass man für die Unternutzung von Gebäuden soll können einen Abzug dann tätigen. Und das wird dann zukünftig, wenn die Gesetzesvorlage ausgearbeitet wird, wird das erlaubt sein im Härtefall. Also wenn jetzt ein älteres Ehepaar, warum auch immer, in einem 9-Zimmer alten Bauernhaus wohnt und dann da davon 3 Zimmer nicht mehr benutzt und aber von der knapp dran ist von der Kasse, dann gibt es nachher eine Härtefallsituation, wo das nachher korrigiert wird. Aber das ist noch nicht so weit und das hat jetzt da direkt nichts. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sonst würden wir zu der Abstimmung schreiten. Sieben wir mal. Gut, wir, also ich glaube, wir sind nicht überrascht, wir beantragen zweimal die Nein-Parole. Übrigens, was ich vorher nicht gesagt habe, sind 58 Delegierte, einfach falls es jetzt knapp wird bei der Abstimmung. Wir haben die erste Initiative wegen dem Kadasterwert, wenn der Wenn ihr die Parolen von der GL folgt und wollt Nein sagen, dann solltet ihr das bitte bezeugen mit der Stimmkarte. Ich habe meine nicht in der Hand, aber ich habe sie auch raus. Gegenstimmen. Enthaltungen. Bravo, das ist einstimmig. Danke vielmals. Die zweite Initiative handelt von den Abzügen. Auch hier, wenn ihr im Antrag von der GL folgen und wollt Nein sagen, dann solltet ihr das bitte bezeugen mit der herbsten Stimmkarte. Gegenstimmen. Enthaltungen. Auch das ist einstimmig. Danke vielmals. Und danke, Simon, wenn du mit einem zurückkommst. Danke, Karin. Merci vielmals. Danke, Simon. Merci vielmals.